hier in Hörsaal B heute zu unserem Kamingespräch. Freut mich sehr, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Es ist ja Klausurenphase, beginnende Klausurenphase und 19.30 Uhr Freitagabend. Da muss ich sagen, bin ich ehrlich gesagt überwältigt, begeistert, dass Sie in dieser Zahl hier sind. Herzlichen Dank erstmal an Sie, dass Sie sich für das Thema interessieren. Dann möchte ich gleich einleiten, sozusagen, bevor ich jedoch sozusagen zu sprechen komme auf unser eigentliches Thema, möchte ich sozusagen aus der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung, zu diesem Kamingespräch noch zwei Überraschungen erwähnen, die aufgetreten sind mit unserem Kaminabend. Die erste Überraschung, die kam von medialer Seite. Ich bin also von Medienvertretern angeschrieben worden, ob ich nicht für ein Interview bereitstehen könnte. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe dann gesagt, warum sei das überraschend? Ja, es sei überraschend, dass Juristen sich für gute Lehre interessieren würden. Ich habe dann gemeint, dass das eigentlich gar nicht so überraschend ist, denn wenn man dem Humboldtschen Ideal folgt, der Einheit von Lehre und Forschung, dann muss man sich natürlich auch nicht nur in der Forschung immer der Exzellenz verpflichtet fühlen, sondern auch in der Lehre. Und deswegen sind wir heute hier und wir wollen mit Ihnen diskutieren, in einen Dialog treten, um sozusagen für uns Impulse zu sammeln, für Sie Impulse zu sammeln, was gute Lehre und erfolgreiches Lernen heute ausmacht. Die zweite Überraschung, die man hervorruft mit so einem Kaminabend, die kam eher von Verwaltungsseite her. Man muss natürlich solche Veranstaltungen anmelden und wenn Sie sich erinnern an die Zeit, vor noch nicht allzu langer Zeit, gab es an der Universität Bonn doch gewisse Diskussionen über brandschutztechnische Regelungen. Und wenn Sie dann einen Kaminabend ankündigen in einem Hörsaal, dann ruft das erstmal Skepsis hervor, weil die verantwortlichen Personen die Genehmigung erteilen müssen. Und ich habe dann beim Genehmigungsbescheid auch nochmal den expliziten Passus gefunden, dass ich die brandschutzrechtlichen Vorschriften noch einhalten werde. Wir werden das tun natürlich. Unser Kamin, der jetzt hier brennt, der wird das natürlich nicht gefährden, dass also wir dann hier nicht abbrennen. Gut, dann möchte ich gleich sozusagen die Gelegenheit nutzen, wo wir hier schon schön zusammen sind und das Podium vorstellen, mit dem wir hier heute diskutieren wollen. Ich fange gleich an. Zu meiner Linken kennen Sie natürlich alle Herrn Böse. Herr Böse ist hier nicht nur, weil er muss, weil er sich sozusagen von Amts wegen für gute Lehre interessieren muss. Er ist nämlich Studiendekan schon seit sehr vielen Jahren in dieser Fakultät, sondern Herr Böse ist auch sehr interessiert an guter Lehre. Das zeigt erstens sein Engagement, das er langjährig schon macht, und zweitens auch Veranstaltungen, die jetzt künftig stattfinden, beispielsweise im Mitarbeiterbereich, in Fortsetzungsveranstaltungen quasi von am Bonner Zentrum für Hochschullehre, extra für Mitarbeiter, um sozusagen auch in Dialog fortzuführen über gute Lehre. Also Herr Böse ist natürlich sehr willkommen hier in der Runde. Der Nachbar ist Moritz Brinkmann, den Sie natürlich auch die meisten hier aus dem Hörsaal schon kennen. Moritz Brinkmann muss sich auch für gute Lehre interessieren, nicht weil er schon Studiendekan wäre, sondern weil er designierter Studiendekan ist und diese Aufgabe übernehmen muss. Er ist aber auch ein begnadeter Lehrer, davon zeugen nicht nur die Berichte zahlreicher Studierender, sondern auch die Lehrpreise, die du gewonnen hast, Moritz. Das sieht man, da zahlt sind es, zumindest sagt das die Lehrpreis-Fakultät. Lehrpreise der Fakultät des Rektorats, das ist Zeug, das sind ja alles Wahlmöglichkeiten, die Sie Studierende haben. Das heißt, das ist auch ehrlich erarbeitet. Gut, kommen wir weiter zu Stefan Lorenz. Stefan Lorenz ist natürlich nicht nur in Bonn bekannt, sondern in München bekannt. Es freut mich sehr, dass er heute hier ist. Er ist nämlich mein akademischer Pflegevater, so gesehen. Ich habe sozusagen die wesentlichen Momente meiner Habilitationszeit und auch meiner Privatdozentenzeit bei ihm am Lehrstuhl verbringen dürfen. Er hat mir die Zeit für meine Forschung gegeben und das ist auch sehr viel wert. Wie Sie sicherlich wissen, ist Zeit ein wertvolles Gut. Stefan Lorenz ist natürlich bekannt durch diverse Bücher, aber auch seinen Podcast, der natürlich über München hinausgeht. Also Sie alle wissen, dass er einen Podcast zum Zivilrecht hat, zum IPA und zum Erbrecht auch. Und er ist natürlich ebenfalls begnadeter Lehrer, wovon auch Lehrpreise zeugen, nämlich nicht nur der regelmäßig gewonnene Lehrpreis der Universität Augsburg für die beste Vorlesung, also eigentlich in jedem Jahr, in dem du da warst, hast du den abgestaubt. In München nicht, aber da gibt es so einen Preis nicht. Die Münchner haben so einen Preis nicht, da hat er dann aber den Preis, den AstGendi-Preis ergattert, also einen sehr hochdotierten Preis für gute Lehre und auch 2014 den Preis für gute Lehre des Bayerischen Staatsministers für Bildung, Kultus, Wissenschaft und Kunst.
Und natürlich Trainer des Bundesverdienstkreuz. Nein. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und das ganz wunderbar hast. Sehr gut. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe. Danke, Herr Nico, also, machen wir weiter. Tobias Kremper, sehen Sie zur Linken, sein Studierender der Universität Bonn, ist jetzt im fünften Fachsemester, also kurz bevor es ernst wird, kurz vor der Examensvorbereitung, hat natürlich deswegen ein starkes Eigeninteresse, sozusagen über gute Lehre zu sprechen. Ist ein, wir haben ja vorher das besprochen, er ist also ein begnadeter, sozusagen, ein sehr engagierter, sehr engagierter Student, der auch gerade im Bereich neue Medien sich interessiert, neue Lernmethoden, Podcast lernt und so weiter. Also das ist eine sehr interessante Sache. Jetzt ist auch in der Vorlesung stellt vernünftige Fragen, ja, die man auch beantworten kann. Also ein sehr engagierter Student ist jetzt leider der Uni abhanden gekommen und ist abgewandert in die Anwaltschaft, also in der Anwaltskanzlei gehört und Rechtsanwälte ist als Student Schlusskraft tätig. Zu seiner Rechten, muss ich von Ihrer Sicht aus sagen, von gut ausgesehen Linken sitzt Joshua Kohler, ebenfalls ein Studierender, aus Ihren Reihen, allerdings schon im sechsten Fachsemester, also schon mittendrin in der Examensvorbereitung. Er wird uns sicherlich auch einige Einblicke geben, ist am Institut von Herrn Dürner beschäftigt, als studentische Hilfskraft und saß bei mir auch schon in der Vorlesung und ist mir auch aufgefallen durch sehr intelligente Fragen. Und ganz am Ende sozusagen mit mir sozusagen das Podium umrahmend ist Katja Weigand, Mitarbeiterin bei Frau Detloff am Institut und wie mir berichtet wurde, der Techie unter den Mitarbeitern, also zuständig für alle technischen Fragen und sie nutzt also auch moderne Lernmethoden und wir sind sehr gespannt auf ihren Beitrag. Gut, dann kommen wir. Viele Vorrede jetzt zu unserem Impulsvortrag. Den Impulsvortrag wird eine ganz bedeutende Person zu dieser Fakultät halten. Gregor Thüsing, er springt schon auf. Ich bin sehr froh, dass er das macht. Ich habe Gregor Thüsing angeschrieben, wie das so ist, wenn man neu anfängt. Man überlegt seine Worte sehr wohl und muss dann erstmal darlegen, worum es geht und ob freundlich bitten. Und die Antwort kam 2 Minuten später, 3 Worte. Das mache ich gern. Und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich, dass Sie da sind. Ich muss Ihnen natürlich vorstellen, Sie sind hier Professor an der Fakultät seit 2004, 2005 Wintersemester, sind Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Sie sind einer der führenden 40 HR-Köpfe. Die Haufe-Redaktion titelt dazu insoweit Gregor Thüsing, der Präsente, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Intellektuell hochwertig, fachlich brillant und meist gewürzt mit einer angenehmen Prise rheinischen Humors. Sein Wort hat Gewicht. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Sehr herzlichen Dank. Ich finde es ganz wunderbar, dass Philipp Preuß sich dieses Themas hier annimmt. Und es ist in der Tat fast beschämend, dass man warten muss, bis ein Kollege frisch von außen kommt, dass man sich als Institution diesen Fragen stellt. Eine Veranstaltung wie heute hatten wir eben vorher noch nicht. Dass wir sie heute haben, ist gut und dass Sie so zahlreich gekommen sind, ist vielleicht noch besser. Philipp Preuß, ich habe geschrieben, ich mache das ja. Ich habe nicht geschrieben, ich mache das gut. Ich habe insofern den Vorbehalt, dass ich mich nie wissenschaftlich strukturiert mit der Frage, was ist gute Lehre, beschäftigt habe. Meine Lehre war Learning by Earning. Ich war Professor und musste halt lehren und dann muss man das versuchen, irgendwie so gut es geht zu machen. Und ich selber habe mich natürlich gefragt, wie machst du das, dass du das Gefühl hast, die Ziele, die du mit dieser Vorlesung erreichen willst, mit dem Seminar erreichen willst, werden erreicht. Und das ist etwas, was im Grunde meine Leitschnur heute noch ist. Insofern werden Sie bei den Thesen, die ich gleich formulieren werde, nichts Allgemeingültiges finden, sondern letztlich nur eine sehr persönliche Vorstellung von dem, was für mich für gute Lehre ein Kennzeichen ist. Und das kann für andere anders sein, aber es soll ja eben auch nur ein Impulsreferat sein, das dann von anderen aufgenommen wird und die Melodie weitergespielt wird. Insofern will ich mich ganz an diese Funktion halten und versuchen, eben vielleicht das eine oder andere zu sagen, was eben auch tatsächlich kritisiert werden kann.
Ich bin mir sicher, die Kollegen sind so freundlich, das höflich und freundlich zu tun. Aber was eben insofern auch übereinstimmt. Ich habe mal angefangen mit: Gute Lehre ist dialogisch mit den Studenten. Wer bei mir in der Vorlesung ist, und ich sehe einige Studenten, wird merken, dass ich Wert darauf lege, mit den Studenten ins Gespräch zu kommen, mit ihnen zusammen die Argumente zu erarbeiten, wenig ständiges Referat, von dem ich dann eben auch nicht weiß, ob es ankommt und verstanden wird, sondern viel kleinschrittige Rückfragen, die mir verdeutlichen, ob das, was ich hier rüberbringen will, auch tatsächlich verstanden wird. Das ist, wenn man es wissenschaftlich überhöht will, so ein bisschen der Hebammenkunst der sokratischen Methode orientiert. Ich habe sie in den USA kennengelernt und war damals ganz begeistert von dem Klassenraum dort, dass schon im ersten Semester im Grunde vorausgesetzt wurde, dass man die Fälle gelesen hat, dass man wusste, was heute angesprochen ist und dann über die einzelnen juristischen Argumente diskutiert hat. Und diese Art der Mäeutik, das ist eben auch etwas, wo ich mich zumindest abstrakt versuche zu orientieren, aus dem Willen heraus, dass man auch den Studenten zeigt, was die selber schon wissen können, und mir selber zu verdeutlichen, wie viel die Studentinnen und Studenten denn von dem Unterricht mitbekommen. Dabei, das wäre meine nächste These, glaube ich, sollte sich gute Lehre darauf konzentrieren, das Handwerkszeug beizubringen. Ich glaube, die Auflösung einer Aufgabe der Vorlesung ist nicht so sehr, möglichst viel Stoff abzudecken, möglichst viele einzelne BGH, BAG oder sonstige richtige Entscheidungen den Studenten zu präsentieren, nicht 143 Folien in einer Stunde abzuarbeiten, sondern mir geht es darum, dass ich versuche, Studenten juristisches Argumentieren beizubringen. Eigentlich ist für mich der wesentliche Zweck einer Vorlesung, dass Studentinnen und Studenten danach die Fähigkeit besitzen, valide juristische Argumente zu entwickeln. Auch in den Bereichen, wo sie vielleicht selber dogmatisch noch nicht so trittsicher sind. Und wenn man später auf die Praxis schaut, dann werden das vielleicht die Bereiche sein, in denen man sehr viel öfters arbeitet, als man das eigentlich möchte. Dass man sich eben aus abstrakten Regeln versucht, etwas herzuleiten, was vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, aber was handwerklich so wichtig ist. Und deswegen versuche ich immer wieder, wenn es um die Auslegung einer Norm geht, nachzufragen, wie liegt man Normen aus? Und was könnte der Zweck dieser Regelung sein? Wie würden Sie den Zweck gewichten? Dass ein Student irgendwann erkennt, Argumente ersten Grades von zweiten Grades zu unterscheiden. Dass er Sprachschablonen auch da entwickelt, wo eigentlich nichts weiß und trotzdem gelehrlich reden muss. Auch die Situationen werden irgendwann auftauchen, dass man versucht, aus dem wenigen Wissen, was man hat, eine irgendwie Art juristische Argumentation zu entwickeln. Ich glaube, dafür ist die Vorlesung ganz hervorragend geeignet. Die 8 Voraussetzungen eines Vertrags mit Schutzfunktion zum Dritter, ich glaube, es sind viel weniger, die können Sie auch aus dem guten Schuldrechtsbuch, wahrscheinlich sogar aus dem schlechten Schuldrechtsbuch heraus sich anlesen, aber zu gucken, wie entwickelt man schon, wieso war der Vertrag notwendig, diese Extension über den Wortlaut des Gesetzes hinaus und was ist der Zweck, der eigentlich hinter diesem Rechtsinstitut liegt. Ich glaube, das kann man sehr viel besser in einer Vorlesung entwickeln. Und deswegen glaube ich, ich sollte sich eine Vorlesung auch darauf konzentrieren. Wenn man das will, dieses dialogische, gemeinsam diskutieren, dann ist Voraussetzung, dass man den anderen anreden kann. Und deswegen gehört für mich für eine gelungene Vorlesung immer auch die Bitte, die ich am Anfang des Semesters äußere, stellen Sie doch bitte ein Namensschildchen vor sich hin. Dass ich die Person anreden kann, nicht der Herr mit dem weißen Pulli oder die Dame mit dem grünen Kleid, sondern dass ich einen Namen habe, an den ich mich wenden kann. Das muss dann nicht der richtige Name sein. Ich sage den Studenten immer, ich nenne sie auch gerne Darth Vader oder auch Nelson oder Madame Curie, wenn sie das möchten. Aber ich möchte sie eben ansprechen können. Und deswegen glaube ich, auch das kann gute Lehre helfen und erleichtern. Gute Lehre, so eine weitere These, versucht zu motivieren. Wann bin ich denn motiviert zu lernen? Das kann eine intrinsische Motivation sein, das kann eine extrinsische Motivation sein. Das kann den Wunsch erzeugen, bei einer Vorlesung dann weiter dabei zu sein und nicht während der Vorlesung den Raum zu verlassen. Das sind immer kleine Zeichen, wie gut man ist und wie
Hackensmann vortragen kann. Eine intrinsische Motivation wird für verschiedene Rechtsgebieten einfacher darstellbar sein als bei anderen. Also ich glaube, man kann das Strafrecht einfach aus der Materie heraus packender gestalten als das nordrhein-westfälische Wasserwirtschaftsrecht. Also das mögen auch interessante Rechtssätze sein, aber dass ich sage, Mensch, das war doch interessant, das kann ich mir für meine Person nicht vorstellen. Vielleicht sind Sie da fantasievoller. Es muss dann eine Motivation sein, die aus der Art der Gestaltung herauskommt, dass man versucht, vielleicht ein wenig Lockerheit hereinzubringen. Oder, und das ist mein Ziel im Arbeitsrecht, das ich ja hier vor allem an der Universität vertrete, dass ich versuche, Relevanz eines Rechtsgebiets aufzuzeigen. Dass ich deutlich mache, wo dieses Rechtsgebiet tatsächlich gesellschaftliche Bedeutung hat oder wo man mit diesen Rechtsfragen wirklich begegnet wird. Und ich versuche dann eben meine Fälle, die ich löse, dann vielleicht aus der aktuellen Tageszeitung zu nehmen. Ich versuche sogar meine Klausuren aus den aktuellen Tageszeitungen zu nehmen und diejenigen von Ihnen, die in der Arbeitsrechtsvorlesung nehmen. Ich werde in der Klausur eine Frage stellen, die Bild im letzten Monat gestellt hat. Also wenn ich das google, dann wissen Sie zumindest eine Frage, die drankommt. Ein bisschen Belohnung muss ja sein, dass Sie sich hier so aktiv engagieren. Also es versuchen zu motivieren, diese Motivation versuche ich auch, dadurch zu kreieren, dass ich manchmal nicht über Grenzen hinwegsetze, dass ich Personen anspreche, die vielleicht gar nicht angesprochen werden wollen. Das ist immer eine Gratwanderung, weil es natürlich nicht mein Ziel ist, jemanden bloßzustellen. Und ich versuche aber auch denjenigen, der sich nicht mehr deutlich zu machen, dass er eben etwas zu sagen hat und mitreden kann. Und ich habe dann die Hoffnung, dass ein Student, eine Studentin, die man das 3-4 Mal durch ein solches Unfreiwilliges drangenommen wird, zeigt, dass er gute, dass sie sinnvolle Antworten geben kann, dass es irgendwann soweit ist, dass er oder sie dann freiwillig sich in diesen Dialog einbinden lässt. Gute Lehre versucht es, guten wie nicht so guten Studenten recht zu machen. Das ist meines Erachtens mit die schwierigste Aufgabe, die doch sehr verschiedene Artigkeit der Leistungsfähigkeit, aber auch der Leistungsbereitschaft der Studentinnen und Studenten, die man in einer Vorlesung drin hat. In großen Vorlesungen ist es eben so, dass sie ein Spektrum abdecken müssen von denen, die vorbereitet reingehen und schon im Grunde alles wissen, was der Professor sagt, bis zu denen, die hineingehen in die Vorlesung ohne Stift, ohne Gesetz und den iPods in den Ohren. Das ist ein breites Spektrum und für alle soll diese Vorlesung etwas bringen. Das ist bei der erstgenannten Gruppe etwas einfacher als bei der letztgenannten Gruppe. Aber damit verbunden ist eine weitere These, von der ich gar nicht weiß, dass ich sie äußern soll, jetzt wo ich weiß, dass mitgeschnitten wird. Aber ich habe mal auf mein Zettel geschrieben, gute Lehre muss nicht nett sein. Wer an einer Uni unterrichtet, ist nicht der Sovi-Lehrer der 11. Klasse. Ich pflege vielleicht in unangenehmer Deutlichkeit darauf hinzuweisen, dass ich es nicht gut finde, wenn man während Vorlesung aufsteht und geht. Ich pflege darauf hinzuweisen, dass ich es nicht gut finde, wenn man während Vorlesung isst. Ich weise darauf hin, dass man Mützen in Oberkopfbedeckungen in Räumen nur aus religiösen oder medizinischen Gründen trägt, nicht aus modischen. Dass Sie sich selber auch auf die Vorlesung einlassen als etwas, wo jetzt tatsächlich Aufmerksamkeit erfordert ist. Ich will von keinem Studenten geliebt werden, ich will auch nicht gefürchtet werden, ich will, dass Sie was lernen. Das ist die Aufgabe der Vorlesung und ich glaube, dazu gehört dann teilweise eben auch auf Grenzüberschreitungen seitens der Studentinnen und Studenten hinzuweisen. Das bitte ich dann einem nicht böse zu nehmen. Sie alle sind Abbild Gottes und als solche werden wir sie lieben, aber wir sollten dann eben doch auch deutlich machen, dass bestimmte Verhaltensweisen erwartet werden dürfen, auch von den Dozenten. Wenn ich einen Studenten habe, der tatsächlich ohne Papier, ohne Gesetzestext, ohne Stift in die Vorlesung kommt, dann pflege ich zuweilen, ihm Blatt und Stift zu geben, damit er noch etwas von dieser Vorlesung hat. Das alles sind, ich sage jetzt mal, impulsive Momentaufnahmen dessen, was Rahmenbedingungen oder Inhalt guter Lehre sein könnte. Es soll nicht mehr sein als ein Impuls, über den man diskutieren kann. Ich hoffe, diese Funktion habe ich erfüllt. Wie gesagt, ich mache es gern, nicht notwendig gut.
Aber ich habe es jetzt nun mal gemacht und das Ganze nicht ändern, dass ich eingeladen worden zu sein und zu Ihnen sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank. Ja, natürlich herzlichen Dank für den Impuls, die vielen Impulse, die Sie gegeben haben, über die wir jetzt natürlich trefflich diskutieren können. Und uns natürlich auch fragen können, braucht es immer Stift und Papier für die Vorlesung oder reicht vielleicht sogar ein Laptop? Da müssen wir mal schauen. Aber ich würde jetzt ganz gerne so vorgehen, dass wir erstmal hier die Runde abgehen und unsere persönlichen Vorstellungen von guter Lehre ein kurzes Statement abgeben, darüber diskutieren, das aufgreifen, was Herr Thüsing gesagt hat. Und dann natürlich auch Sie alle beteiligen, Sie sind eingeladen, herzlich eingeladen, auch mitzudiskutieren. Wir haben hier eine begrenzte Anzahl von Mikrofonen, deswegen müssen wir ein bisschen organisieren, dass das Mikrofon auch zu Ihnen kommt. Aber wir haben auf jeden Fall wirklich Mikrofone, die wir vom Podium auch ins Publikum geben können. Und Sie sind also herzlich eingeladen, beizutragen. Jetzt will ich gleich mit Ihnen weitermachen, Herr Böse. Gute Lehre, Sie haben sicherlich einige Anknüpfungspunkte gefunden. Was macht denn gute Lehre aus Ihrer Sicht aus? Ja, vielen Dank. Wenn ich den ersten Punkt oder den Einstieg von Herrn Thüsing gleich aufgreifen darf, Learning by Earning oder Learning by Doing. Ich glaube, das war die Situation, als viele von uns an einen Lehrstuhl berufen worden sind, dass man eigentlich auf die Lehre nur sehr unzureichend vorbereitet war, dass sich die Situation aber heute grundlegend geändert hat. Sie haben auf die Veranstaltung für die wissenschaftlichen Mitarbeiter jetzt Mitte Februar hingewiesen und es gibt auch für, ja, ich sage mal, arrivierte Lehrstuhlinhaber hier eine Reihe von Fortbildungsmöglichkeiten, die ich zum Teil auch selbst wahrgenommen habe und von denen ich in hohem Maße profitiert habe. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Eine der größten Gewinne, den ich aus diesen Veranstaltungen gezogen habe, waren nicht so sehr die Impulse für die Methodik, mit der man Lehrveranstaltungen durchführt, sondern auch der Austausch mit den Kollegen. Das hat auch jetzt das Impulsreferat wieder gezeigt, die Idee mit den Namensschildern, das werde ich vielleicht dann auch mal ausprobieren. Einfach darüber, dass man spricht, gewinnt man neue Anregungen und ich glaube, das ist etwas, womit schon viel gewonnen ist, wenn man auch den Mut hat, neue Dinge einfach mal auszuprobieren, natürlich auch aus diesen Veranstaltungen, die ich erwähnt habe. Und das wird nicht alles klappen, es klappt auch nicht alles, aber man hat es dann wenigstens probiert und dann probiert man das Nächste. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, der auch in dem Impulsreferat auftauchte, den würde ich vielleicht nochmal gerne aufgreifen. Und das ist das Miteinander von Lehrenden und Lernenden. Das kommt ja auch in der Überschrift von der Veranstaltung heute zum Ausdruck, gute Lehre und erfolgreiches Lernen. Das steht ja nicht zufällig nebeneinander, sondern das fordert uns gleichermaßen wie Sie. Und das kam ja auch in dem Impulsreferat von Herrn Thüsing schon sehr schön zum Ausdruck. Und das fordert uns, wenn ich jetzt mal unsere Perspektive ansehe, in mehrfacher Hinsicht, dass wir natürlich Orientierung und Anleitung geben. Das fordert uns aber auch in der Hinsicht, dass wir ihnen eine Rückmeldung und Feedback geben, beziehungsweise gegebenenfalls ihnen Impulse geben, da wo sie die nötig haben. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das auch gelingt. Auch das gelingt nicht immer und das hängt natürlich von der Größe der Veranstaltung ab und von dem Format der Veranstaltung. Bei kleineren Vorlesungen oder Proseminaren ist das ganz anders in viel größerem Umfang möglich als in Vorlesungen, wo 200-300 Teilnehmer sitzen. Aber auch da ist es möglich und dafür sind da muss man sich dann eben was einfallen lassen beziehungsweise sich auch inspirieren lassen. Ich will da vielleicht nur ein kurzes Beispiel geben, weil das etwas ist, was ich aufgrund einer dieser Fortbildungen aufgegriffen habe, dass man nicht nur Wiederholungselemente aufbaut, sondern zwischendurch auch mal eine anderthalbstündige Veranstaltung unterbricht für ein paar Minuten, eine kurze Frage, einen kurzen Fall einfach in das Auditorium reingibt, sagt, wir unterbrechen jetzt mal für 5 Minuten, jeder macht sich mal Gedanken und anschließend sammelt man. Das überwindet auch ein Stück weit die Hemmschwelle, die natürlich bei einem so großen Auditorium besteht, sich spontan ad hoc zu melden, weil man ein paar Minuten hat, sich auch im Austausch mit dem Nachbarn, der Nachbarin zu verständigen, dann ist diese Hemmschwelle ein bisschen gesenkt und ich habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Aber das soll vielleicht als erstes Statement genügen, wir werden ja noch Gelegenheit haben, ein zweites Mal zu Wort zu kommen. Ich kann eigentlich alles das sagen, was Gregor Thüsing gesagt hat, das halte ich alles für komplett richtig und
Also vielen Dank, das sehe ich ganz, ganz genau. Wenn ich über gute Lehre nachdenke, denke ich in der Tat vor allem darüber nach, was wir unterrichten sollten. Wir sind ja durch das Staatsexamen in ein gewisses Konzept gezwungen. Und da kann man drüber streiten, ob das eigentlich Segen oder Fluch ist. Viele sagen, wir sollen uns endlich von diesem Zwang lösen. Ich glaube, dass wir in der Tat in den Vorlesungen, genau wie Gregor Düsing das eben gesagt hat, nicht so sehr darauf achten sollen, dass die Voraussetzungen des Vertrags von Schutzführung zugunsten Dritter und die dritte Meinung zum Erlaubnis Tatbestandsirrtum alle sitzen, sondern wir sollen natürlich Problemerkennungs- und Problemlösungskompetenzen schulen. Ich glaube nur auf der anderen Seite, dass sich der Kernstoff des juristischen Studiums für diese Schulung in herausragender Weise eignet. Und insofern sehe ich dann insgesamt das Staatsexamen doch als Segen, weil man ganz schwierige, abstrakte Probleme wunderbar anhand des Pflichtfachstoffs des BGBs erklären kann. Da geht es mir also gar nicht um die Probleme selbst, die sind nur Mittel zum Zweck, sondern es geht um das Denken beibringen eigentlich. Das verschiebt sich dann natürlich in der Examensvorbereitung, da werden die Probleme dann nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern sind Selbstzweck, da müssen sie dann gelernt werden und verstanden werden. Aber bis dahin, glaube ich, ist das einfach eine sehr, sehr gute Schule. Man könnte das gewiss zum Teil auch mit Bibeltexten machen, und dann haben wir mal das BGB, das Strafgesetzbuch oder das Grundgesetz und damit geht das Ganze durch. Ja, vielen Dank für dieses Plädoyer für das Staatsexamen, das unterscheidet vieles Wort. Ich kann eigentlich auch alles bis auf eines, was Gregor Tüsche gesagt hat, unterstreichen. Ich mache es genauso, ich bin nur netter. Seine Semmelweis ist mir jetzt auch wurscht. Aber zur Sache, ich glaube, wir sind uns eigentlich alle einig, wenn Sie bisher alles gehört haben, sind keine Widersprüche, sondern allenfalls Ergänzungen. Deswegen möchte ich eigentlich nur noch eins nochmal betonen, was aber auch schon gesagt wurde. Ich glaube, gute Lehre ist vor allem Begeisterung. Also ich unterrichte natürlich nicht nur am Anfang, aber besonders auch am Anfang in den Grundkursen bei uns. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn gestatten Sie mir die Jugendsprache, dass man möglichst schnell den Leuten das Gefühl gibt, das ist geil, was wir machen. Ja? Und wenn man dieses Gefühl bekommt, dann trägt sich das aber alles sehr viel leichter durch Studien. Und dann geht es tatsächlich um das, was schon gesagt wurde, System, 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 lesen lernen. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wir arbeiten mit Texten. Und man kann sich gigabyteweise Speicherplatz im Kopf sparen, wenn man die Systematik lernt, und jetzt über das BGB gesprochen, lesen kann und sich an dieser Systematik entlanghangeln kann. Das ist ganz unglaublich. Also ich kriege gleich feuchte Augen, aber ich habe mich da als BGB verliebt, wirklich, als ich das zum ersten Mal als Ding gemacht habe, ich das gefragt habe. Deswegen brauche ich gar keine Aufbauschemata, sondern ein Uhrwerk, ein System, das funktioniert. Und wenn man, das dauert natürlich ein bisschen, bis man diesen Bing kriegt, ja? Aber wenn man es schafft, möglichst schnell den Studierenden in den ersten Semestern zu sagen, was ihr hier macht, richtig Spaß, das ist geil. Oder möglicherweise einer Gruppe zu sagen, das ist ganz furchtbar, damit sie dann eben, also man kann anderslauten Gerüchten zufolge auch glücklich werden, ohne Jurist zu werden. Und es ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man in den ersten zwei Semestern erfährt, okay, das ist nicht für mich, das ist nicht schlimm. Ne? Also das, glaube ich, ist auch wichtig, dass man den Leuten schon auch zeigt, wo der Hammer hängt und nicht nur lieb ist, aber vor allem diese Begeisterung erweckt und diese Systematik. Zum Staatsexamen möchte ich auch sagen, nochmal ganz kurz, ich halte das Staatsexamen für extrem wichtig. Ich habe natürlich auch geflucht, als ich davor stand, aber trösten Sie sich mit einem. Im Staatsexamen müssen Sie nicht alle Theorien zu irgendwas wissen, zum Vertrag mit Schutzzwecken, ob jetzt auf Vertrag oder auf Gesetz beruht und solche Dinge, sondern Sie müssen Strukturen wissen. Und wenn Sie mit Strukturen im Fall richtig gegliedert runterlösen, dann sind Sie der König. Also es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Vielen Dank und in erster Linie kann ich mich auch meinen Vorrednern natürlich anschließen, insbesondere Professor Lorenz. Ich kann jetzt nur aus Sicht der Studenten über das Thema reden und was vor allem für mich wichtig ist und das ist das, was er zuletzt gesagt hat. Für mich steht und fällt gute Lehre vor allem mit dem Dozenten, der einem die Sachen beibringt oder versucht, den Stoff zu vermitteln. Und da kommt es für mich vor allem darauf an, dass er zum einen die Studenten eben einbindet und zum anderen aber auch eben nur die Studenten einbindet, die das auch möchten. Wenn ich einen Professor vorne stehen habe, der mir Texte vorliest, dann habe ich da nichts von, dann gehe ich auch nicht gerne in die Vorlesung. Die Folien kann ich mir leider nicht lesen, wenn jemand Studierende einbindet, Fragen stellt, Fragen zufriedenstellend beantwortet, dann ist es für mich persönlich ein Mehrwert gegenüber einem Lehrbuch, das
das lesen kann. Aber wenn ich Professoren habe, die das eben in Anführungszeichen erzwingen möchten, die Leute dranlegen, die das nicht möchten, die eben besser lernen können, wenn sie sich nur ein Buch durchlesen, dann ist das für mich eben eher kontraproduktiv, weil das die Atmosphäre auch in einer Vorlesung komplett stören kann. Und daher bin ich ganz bei Lorenz, dass ich vor allem Professoren gut finde, die schön. Mir bleibt natürlich jetzt nicht mehr viel zu ergänzen, das wurde schon sehr viel gesagt. Ich denke, ich würde noch gerne auf eine Sache hinweisen, und zwar auch wieder aus meiner persönlichen Perspektive, dass ich es als sehr bereichernd empfinde, wenn man als Student oder als Studentin in die Vorlesung kommt und sich vom Professor ernst genommen fühlt oder von der Professorin. Und das ist eben natürlich auch durch persönliche in Kontakt treten, durch aktives Fordern der Mitarbeit und auch durch Ernstnahme der vorgebrachten Argumente. Und wenn das gegeben ist, denke ich, dass das dann beide Seiten profitieren. Das ist natürlich schwierig, weil es natürlich auf der einen Seite diese Anonymität der großen Masse ist und auf der anderen Seite die totale Exponiertheit des Dozenten. Aber ich denke, gerade hier auf dem Podium, das hört sich jetzt natürlich sehr schleimig an, aber ich denke, es gibt einen Kandidaten, bei dem ich guten Gewissens sagen kann, dass es der Fall ist. Und es macht mich sehr froh, dass wir hier in Bonn auch einige Leute haben, denke ich, die das so leisten können. Ja, also ich kann mich natürlich auch nur bei all den Sachen anschließen, die jetzt schon gesagt wurden. Wollte auch nochmal betonen, also jetzt so nach knapp 4 Jahren Studium bei mir, kann ich sagen, dass ich von den Vorlesungen, wo Mitarbeit gefordert war, wo man irgendwie mitgedacht hat, dass ich da tatsächlich manchmal im Web sitze und denke mir, jo, das habe ich schon mal gehört. Also wo man tatsächlich ein Bild davon im Kopf hat, wie man da schon mal drüber nachgedacht hat, das hat man aber tatsächlich nur, zumindest bei mir in Vorlesungen, wo man halt tatsächlich auch aktiv drüber nachdenken musste, weil eben eine Pause war, weil man eben sich melden sollte oder so. Das, also so im Nachhinein ist das tatsächlich ein großer Vorteil von den Vorlesungen gewesen. Ja, und also auch bezüglich dieses Dranlebens. Also ich kenne, also sehr viele Kommilitonen von mir finden das tatsächlich auch nicht so gut. Das ist dann eher so eine Abneigung vielleicht, dass man sich dem nicht aussetzen will. Also ich persönlich hatte damit noch nie so große Probleme, aber ich glaube, für jemanden, den das sehr stört, ist das dann eher, also dieses Motivationsgefühl, was man ja eigentlich auslösen will, wird dadurch, glaube ich, eher gehemmt, wenn Leute das nicht so gut finden. Aber ich denke, das ist auch irgendwie so individuell, dass man das für die Masse jetzt auch nicht unbedingt regeln kann. Also wahrscheinlich ist das einfach so eine Gefühlsfrage. Ja, vielen Dank für den ganzen Input. Ich sehe das genauso, dass Begeisterung einerseits des Lehrenden für das Fach ist, allerdings genauso auch im Gegenzug die Begeisterung der Studierenden für das Fach eine wesentliche Voraussetzung ist, um erfolgreich zu lernen und gute Lehre auch eben leisten zu können. Ich sehe das in Bonn täglich natürlich, dass viele Begeisterung haben, dass wir im guten Austausch sind, dass viele wach sind, die mitschreiben, auch wenn sie der Kamin hat jetzt Feierabend gemacht. Aber wir kommen auch ohne weiter, solange das Mikro weiterläuft. Ich denke, dass wir sozusagen insbesondere sozusagen bei Personen, die sich bewusst sind über diese Notwendigkeiten, dass wir da auch eine grundsätzlich gute Basis haben, um erfolgreich Wissen zu vermitteln. Ich denke auch, und das ist auch wichtig, was gekommen ist, das hat Gregor Thüsing auch gesagt, wir sollen, und auch Stefan Lorenz hat das erwähnt nochmal, was wollen wir überhaupt vermitteln mit guter Lehre? Und da müssen wir uns an zwei Punkten orientieren. Der erste Punkt ist das, was wir verpflichtet sind zu lehren, was soll die Ergebnisorientierung sein, welchen Stoff müssen wir vermitteln? Und das andere ist die Orientierung an den Fähigkeiten, die wir vermitteln wollen. Das heißt, was sollen die Studierenden am Ende, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben, leisten können? Sie sollen keine Subsumptionsmaschinen sein und die 10. Ausnahme zu irgendeinem Problemkreis im Bereicherungsrecht kennen, sondern sie sollen mit Verständnis das Recht anwenden zu können, auch im Praxisbezug. Und das, glaube ich, ist ein Unterschied. Beide Ziele sind unterschiedlich und beide Ziele erreicht man auch unterschiedlich. Man kann Wissen vermitteln und gleichzeitig aber Situationen hervorrufen, die beim Studenten nicht die Fähigkeit zu praktischen Problemlösungen bringen. Deswegen müssen wir uns sozusagen auch an beiden Zielen orientieren. Wir bilden ja nicht nur Subsumptionsmaschinen aus, die das Examen besonders gut bestehen können, sondern sie sollen ja auch vernünftige Juristen werden, die dann vielleicht solche Gesetze, wie jetzt gerade
vor der letzten Bundestagswahl kamen, dann vielleicht doch lieber nicht machen, ja, weil sie sagen, das ist nicht richtig. Ja. Dafür müssen wir uns eben alle anstrengen und ich glaube, dass Begeisterung für das Fach ein wesentlicher Faktor ist. Gut, jetzt würde mich natürlich interessieren, was Sie darüber denken, was für Sie gute Lehre ausmacht. Einer muss das Eis brechen, der andere muss loslegen. Ja, da vorne. Können wir, Marius, kannst du zum Strom vielleicht machen? Nein, das müssen wir ja mitschneiden. Ja, das kommen Sie nicht raus. Konstantina Papatanasio, ich darf dieses Wintersemester den Lehrstuhl für Sprachrecht und Rechtsphilosophie vertreten. Vielen Dank für den Impulsvortrag und die Statement. Ich hätte folgende Frage eigentlich an alle Referenten und Teilnehmer. Ganz korrekt, wir wollen nicht unbedingt Substitutionsmaschinen produzieren oder bilden. Und gleichzeitig sollte es unser Anliegen sein, vernünftige Denker in den Markt später freizulassen. Deswegen meine Frage, wäre vielleicht vernünftig, den Prüfungsstoff irgendwie einzuschränken? Denn dann macht vielleicht auch Lehren mehr Spaß. Das wäre mein Punkt. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht für NRW sprechen, aber wenn ich mir den Bayern, den Prüfungsstoff anschaue, nach der bayerischen JAPO, dann finde ich den tatsächlich nicht übertrieben. Ich glaube, es gibt nur übertriebene Vorstellungen von dem Prüfungsstoff. Das scheint mir das Problem zu sein, dass, wenn die Bemerkung gestattet ist, auch häufig von Repetitoren mit geschürt wird. Also man muss viel weniger wissen, als man glaubt, und viel weniger Fächer. Ich habe mir damals, als ich das Examen gelernt habe, bei uns ist der Paragraph 18 JAPO, den habe ich mir über den Schreibtisch geheftet und habe mir überall, wo stand, in den Grundzügen, ich nehme an, es ist sehr ähnlich, das habe ich mir gehighlightet, um zu wissen, okay, so viel muss ich da gar nicht wissen, das ist beruhigend. Also ich persönlich finde nicht, dass wir im Stoff überlastet sind. Ich habe eine besondere Ansicht zu den Schwerpunktbereichen, aber die gehört jetzt hier nicht mehr. Ich denke auch, aber das Problem ist gar nicht so sehr der Katalog, das Problem ist in der Tat die Detailtiefe, die zum Teil gefordert wird. Also, was jetzt den Umfang angeht, weiß ich nicht, könnte ich mir sogar noch, aber da hat wahrscheinlich jeder so eine Grundliste. Es gibt Punkte, da würde ich sagen, die könnte man rausnehmen, es gibt Punkte, wo man vielleicht glücklicher wäre, wenn sie mit drin wären. Einfach aus strafrechtlicher Sicht, die Geldwäsche muss nicht unbedingt drin sein. Die könnte raus. Bei sowas wie Geheimnisverrat, 203 StGB aufgrund der Zusammenhänge zum Zeugnisverweigerungsrecht, könnte ich mir vorstellen, man nimmt sie mit rein. Darum geht es aber eigentlich gar nicht bei dieser Diskussion. Ich glaube, es geht eher um die Tiefe dessen, was verlangt wird und dass man die Normen einfach lernt zu verstehen. Zu lesen und zu verstehen und dass man dafür das Rüstzeug bekommt. Stefan Lorenz hat gerade schon den Unterschied angesprochen zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, das spielt tatsächlich eine Rolle. Wir bieten, ich vergesse es jetzt mal, 10 Klausuren, 10 Kampagnen pro Jahr. Ne? Bayern, wenn ich mich nicht irre, 2. Das bedeutet, dass wir eine ganz andere Zahl an Klausuren pro Jahr brauchen. Und das senkt notwendigerweise fast, mit aller Vorsicht gesagt, die Qualität der einzelnen Klausur, jedenfalls den Durchschnitt der Qualität der Klausur. Gute Klausuren zu entwerfen, bei denen es weniger auf auswendig Lernen ankommt, sondern vor allem auf Denken, das ist gar nicht so einfach. Und ob einem das wirklich in der hinreichenden Zahl immer gelingt, das glaube ich nicht. Und wenn man sich unsere Klausuren zum Teil anschaut, dann kommt nämlich sowas bei raus, dass da eine Detailtiefe erwartet wird. Und soweit stimme ich Ihnen dazu, von Papatanasio, der gewissermaßen unausgesprochenen Antwort hinter Ihrer Frage. Da wird zu viel verlangt und das liegt einfach daran, dass diese Klausuren, die wir manchmal sehen, leider nicht nur Denken erwarten, sondern leider auswendig gelerntes Wissen. Das liegt aber auch daran, dass wir so oft Examen schreiben und dadurch so viele Klausuren brauchen. Ich glaube, das ist ein Problem. Ja, gut. Eine kurze Anmerkung noch dazu. Also aus bayerischer Sicht war es tatsächlich, ich würde mal sagen, vor sagen wir 5 Jahren noch so, dass die Klausuren ähnlich waren, wie Sie sie hier beschrieben haben. Also zu viel Detailwissen und dergleichen. Wir haben einfach unserem Prüfungsamt mal deutlich auf die Finger geklaut. Und dann habe ich gesehen, dass es vielleicht doch besser ist, dass man mehr in die Grundlagen hineingeht. Also vielleicht, wenn man, ich meine, so ein Prüfungsamt ist natürlich eine riesige Belastung mit so vielen Kampagnen, aber wenn man da mal ein bisschen auf die Finger klopft, werden die vielleicht auch vernünftig. Also
Da kann ich vielleicht ergänzen, da gibt es schon ein Problembewusstsein. Also dass die Klausuren, sei es was die Länge der Lösungsskizze angeht, sei es was die Probleme, die verlangt werden, entsprechend angelegt werden. Also ich glaube, da ist schon ein Wandel da, das muss natürlich noch kommen. Und natürlich ist das Prüfungsamt auch ein Stück weit darauf angewiesen, dass von unserer Seite entsprechend geliefert wird. Also insoweit haben wir das natürlich auch ein Stück weit mit in der Hand. Was sagen Sie denn dazu, die das ganze Zeug dann lernen müssen, was da in den Katalogen drin steht? Also das ist natürlich was, was die Studierenden natürlich auch jetzt gerade in der Examensvorbereitung vor ungeheure Schwierigkeiten stellt, weil von den Dozenten immer darauf hingewiesen wird, dass es wichtig ist, die Grundlagen zu verstehen. Auf der anderen Seite schreibt man dann im Klausurenkurs Klausuren, wo dann ganz klar ist, wenn man diese Klausur liest, da ist ein Urteil und das kenne ich nicht und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. So, und ich glaube auch, dass es vielleicht eine Lösung für dieses Problem gibt. Ich kenne sie nicht. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass in den Vorlesungen und im Rahmen des Klausurenkurses darauf hingewiesen wird. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann steht man als Student da und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Man lernt die ganze Zeit irgendwelche Schemata, das weiß ich natürlich nicht, aber halt irgendwelche Werte, die hinter den Gesetzen stehen und kann am Ende der Klausur dann doch nichts damit anfangen, weil es halt dann doch irgendwie anders läuft. Und ich glaube, da, wenn man dann nicht klar gemacht bekommt, woran das liegt, besteht so eine Ohnmacht, die ganz, ganz schwierig sein kann für viele, auch meiner KommilitonInnen, die mir das auch berichtet haben, mit denen ich auch auf der Probe geredet habe. Ja, wenn wir jetzt uns überlegen, natürlich muss es sein, dass man IPR lernt und so weiter. Ich bin natürlich sehr froh, dass man IPR lernen muss hier in NRW. Ich gehöre zu den Glücklichen, die das machen dürfen oder machen müssen für das Staatsexamen. Aber man kann sich natürlich darüber streiten, ob die Stofffülle groß genug ist. Ich glaube, dass das gar nicht so schlimm ist im zweiten Examen. In Bayern, das ist ja auch so, da kommt dann Steuerrecht dazu, Wasserrecht. Das ist auch nicht so schlimm. Wenn man die Systematik verstanden hat, kann man das ganz gut machen. Es ist natürlich viel und es ist eine harte Prüfung, aber das zeichnet uns ja letztlich auch aus im internationalen Vergleich. Aber ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr zurückkommen aufs Thema Lehre und gute Lehre. Vielleicht wenden wir uns ein bisschen dem zu, wie wir Lehre gestalten, was so mediale Gestaltung von Lehre betrifft. Setzen wir PowerPoint ein, welche Medien setzen wir ein? Vielleicht stellen wir auch sozusagen interaktive Lernprogramme zur Verfügung. Hier an der Fakultät gab es ja beispielsweise im Bereich der LLM-Studierenden gab es so E-Learning-Programme, die entwickelt wurden, wo die Studierenden dann quasi mit vorgefertigten Antworten den Stoff wiederholen konnten. Sollten wir sowas anbieten, ist das interessant, auch aus Sicht der Studierenden? In die Thematik würde ich gerne reingehen. Also beispielsweise starten wir vielleicht mal beim Podcast. Stefan, du hast ja irgendwann hast du entscheiden müssen, dass du so einen Podcast machst, dass du das, was du in der Vorlesung so erzählst, aufnimmst und ins Internet stellst. Was war denn deine Motivation darüber? Also zunächst dazu, es ist ja jetzt nicht irgendwie digitale Lehre oder so, aber es ist eine Präsenzveranstaltung, die dann aufgenommen wird, fertig aus. Also ich würde jetzt nicht das Wort digital davon in Anspruch zu nehmen. Die Hintergrund war der, dass bei uns an der LMU es so eine Abteilung gibt, da die ja technische Mittel anbieten, die kamen irgendwann in die Fakultät und haben das vorgestellt, dass man das jetzt machen kann. Alle haben sich in den Tisch abgeduckt und ich bin jetzt so ein Techie, baue das neue iPhone und so. Probiere ich das mal. Allerdings, um wieder seriös zu werden, gegen den Rat meines gesamten Lehrstuhlteams damals und gegen den Rat solcher Freunde und Kollegen, weil die natürlich sagen, Mensch, also man sagt ja mal was Falsches auch, ne? Das soll passieren als Dozent, dann steht es sozusagen in der Welt. Oder man bekommt da plötzlich die Schere im Kopf, weil man sagt, ich spreche nicht mehr so frei und weil ich dann denke, oh Gott, das wird aufgezeichnet. All diese Bedenken hatte ich auch, aber dann habe ich es halt gemacht. Wie gesagt, das ist nichts weiter als eine Vorlesung. Ich freue mich, dass es gut ankommt, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes eigentlich. Das heißt, du warst jung und brauchtest das Geld. Wäre schön, wenn ich Geld an mir bekommen würde. Das ist nicht der Fall. Es ist eine dienstliche Tätigkeit, an die es kein Geld gibt. Und der technische Aufwand ist minimst. Man braucht einen Computer, einen Grabber, PowerPoint und fertig. Herr Moritz, du machst auch Podcasts. Wie siehst du das?
Ich sehe das ganz genauso bescheiden, vielleicht noch etwas bescheidener. Das ist tatsächlich nur eine aufgezeichnete Vorlesung, das hat mit digitaler Lehre, glaube ich, gar nichts zu tun. Ich bin ja noch etwas zögerlicher, weil ich tatsächlich Angst davor habe. Vielleicht berechtigterweise etwas größere Angst, ab und an mal was Falsches zu sagen. Deshalb ist das nicht frei im Netz, sondern nur über unser Learning-Modell. Ja, ich meine, das ist ja eine Frage des Anspruchs, das man daran stellt. Also wenn man sagt, von vornherein sagt, das ist eine Vorlesung, dann ist es klar, dass in der Vorlesung auch meine Unschärfe drin ist. Ich kann eigentlich jeden Kollegen ermutigen, mach das. Das ist gut. Was bringt das aus eurer Sicht den Studierenden? Naja, wenn also außer das hat dann wenn sie halt nicht um 8 Uhr früh in die Vorlesung dabei. Danach anschauen, wenn der Dozent zu schnell redet und das kompliziert war, können sie es nochmal anschauen. Ja, vollkommen man Also eine Ergänzung, die habe ich jetzt letzte Woche aus Niederlanden mitgebracht, wo das wohl Standard ist, dass alle Vorlesungen aufgezeichnet werden, die an der Universität in Amsterdam. Und dort ist der Hörsaal inzwischen leer. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Also in dem Moment, in dem ich da einen signifikanten Abfall merke, Vorlesungen, die ich aufzeichne, bin ich sofort damit. Ich auch. Ja. Wir sind nicht die Fernen, die Hagen. Ja, wie sehen Sie das? Podcasts? Ja, wie bereits gesagt, sind für mich Podcasts auch eher kein Ersatz für eine komplette Vorlesung. Also es ist natürlich angenehm, wenn ich morgens um 8 Uhr zum Vorlesen muss, klar. Aber ich bin trotzdem lieber in der Vorlesung. Weil wenn ich in der Vorlesung irgendwas nicht verstanden habe, dann kann ich es mir eben nochmal anhören. Oder ich kann es mir halt auch öfter anhören, ohne eben gebunden daran zu sein, in die Uni kommen zu müssen. Und das kann ich machen, wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich zu Hause bin, wenn ich, egal was ich mache, wenn der Stoff nicht zu kompliziert ist, dann kann man dabei quasi alles machen, so irgendwie joggen gehen oder so. Und von daher ist das für mich ein absoluter Mehrwert, das eben zu meiner freien Verfügung zu haben, zusätzlich eben zu kommen. Darf ich kurz was sagen? Ich finde es sehr gut, dass Sie sagen, ich gehe trotzdem in die Vorlesung, denn man muss ja auch jetzt mal das studentisches Leben auch sozusagen den sozialen Aspekt der Vorlesung sehen. Ja? Sie wollen doch nicht zu Hause hocken wie die Nerds vor dem Bildschirm und uns irgendwas anhören und irgendwelche Folien uns vorbeiflattern lassen. Also zu studieren gehört ja auch tatsächlich der Kontakt mit dem Kommilitonium, das Gespräch unter Studenten und dergleichen, das gehört ja alles auch zum Lernen von. Deswegen, ja, auch ergänzend dazu noch auch das, worauf Professor Thüsing am Anfang abgestellt hat, dass man eben Gedanken gemeinsam entwickelt. Das kann ich nicht, wenn ich nur den Podcast anhöre und dann kann ich auch keinen Beitrag geben zur Vorlesung oder zur Diskussion setzen. Also ich muss sagen, ich fand das auch immer sehr hilfreich, wenn es so einen Podcast gab. Also ich war zum Beispiel auch in der Vorlesung von Herrn Professor Brinkmann. Und da fand ich es tatsächlich sehr hilfreich, dass auch die PowerPoint daneben war und ich das quasi daran nochmal anhören konnte. Einfach, weil es ja auch oftmals sehr subjektiv ist, wie man einen Streit darstellt, sage ich mal, oder wie man eben eine Entwicklung darstellt. Das ist tatsächlich, je nachdem, bei wem man das hört, zum Teil auch sehr unterschiedlich, finde ich. Und insofern ist es sehr hilfreich, dass man genau das nochmal sich anhören kann, weil wenn man es in der Lehrbuch nachliest, gegebenenfalls die Meinung einfach anders heißt oder der Meinungsstreit irgendwie anders aufgeteilt wird. Und dann wird es tatsächlich immer schwieriger, das nachzuvollziehen, wenn man es in der Vorlesung nicht mitbekommen hat. Und so insofern finde ich das immer sehr hilfreich, oder es war immer sehr hilfreich, wenn man sich das dann nochmal genau von der gleichen Person anhören konnte, von der man es das erste Mal gehört hat. Wunderbar. Was würden Sie sich denn wünschen vielleicht für andere Lernmaterialien, die wir zur Verfügung stellen? Ich meine, Folien stehen online standardmäßig, Podcasts waren zwar noch nicht so viele, aber das ist im Kommen. Es gibt E-Learning-Tools, es gibt Karteikartensysteme, Mindmapping-Programme. Womit lernen Sie? Was fragen Sie nach? Was interessiert Sie? Das wird mich interessieren. Also ich persönlich lerne zum Beispiel mit Anki, also ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber das ist so ein elektronisches Karteikartenprogramm, wo man sich die halt einfach selber schreiben kann. Insofern bin ich oder war ich immer sehr dankbar dafür, wenn man eben elektronische Unterlagen bekommt. Tatsächlich vor allem auch in Formaten, wo man gut rauskopieren und pasten kann. So. Also einfach weil man sich dann super viel Arbeit erspart, gerade wenn man alles am PC macht, also das mache ich zum Beispiel. Verbringe ich tatsächlich sehr viel Zeit damit, einfach Sachen abzuschreiben, was keinen wirklichen Mehrwert hat, was ich aber im Endeffekt brauche, damit es irgendwie in meinen Unterlagen steht. Insofern finde ich immer, weiß ich nicht, oder auch wenn das irgendwie Grafiken sind oder so, die man sich einfach rüberkopieren kann, finde ich das auch immer sehr hilfreich. Aber, also ich finde gerade so PowerPoint-Präsentationen, wo das ja dann auch unser Word-Format quasi ist, dafür immer sehr hilfreich, aber ich glaube, das ist in den meisten Vorlesungen auch schon Standard. Also, mache ich direkt weiter. Ich glaube, ich bin ein relativ ungewöhnlicher Lerner.
weil ich auswendig lernen gar nicht kann. Also ich habe mir in meinem ganzen Studium keine einzige Karteikarte geschrieben. Das heißt, das Einzige, was mir übrig bleibt, ist, alles einigermaßen zu verstehen, dass ich es dann wieder in der Klausur hinbekomme oder in der Vorlesung. Und deswegen lese ich sehr, sehr viel, also in Lehrbüchern oder Urteilen und so. Deswegen ist das aber, glaube ich, auch nicht repräsentativ, weil es so viele Leute gibt, die gerne mit Karteikarten lernen, was ich auch total nachvollziehen kann, aber ich bin einfach nicht in der Lage zu. Ja, zu der Karteikarten-Thematik kann ich schon sagen, dass ich die auch digital lerne, also ich mache auch alles am PC. Was insofern auch sehr hilfreich ist, dass ich mir Gesetzestexte in die Karteikarten verlinken kann, die direkt aufrufen kann, was leider noch fehlt in fast allen Programmen, die ich bis jetzt hatte, dass ich mir andere Karteikarten verlinken kann. Das heißt, wenn ich eben themenübergreifende Problematiken habe, dass ich dann einzelne Karteikarten, damit das eben nicht drei, vier DIN A4 Seiten werden, dass ich die Sachen verlinken kann, um mir eben die anderen Sachen nochmal anzugucken. Ja, das ist sowas, was ich mir wünschen würde. Dann zur Sache PowerPoint-Präsentation online. Ich lerne eigentlich fast nie mit den PowerPoint-Präsentationen, die online gestellt werden, weil ich finde, dass das zum Lernen, das ist weder der Anspruch der PowerPoint-Präsentation noch der Anspruch der Studierenden. Weil eine PowerPoint-Präsentation ja eigentlich dazu da sein soll, einen mündlichen Vortrag zu unterstützen und in diesem Sinne eine Orientierung für das Auditorium geben soll und dementsprechend viel zu unvollständig ist, um daraus lernen zu können. Deswegen habe ich persönlich keinen Zweck oder keinen Nährwert daraus, mir die Vorlesungen zu PowerPoint abzuschreiben, besser werden. Also es gibt einige Dozenten, die schreiben Zusammenfassungen zum Beispiel der Vorlesung, das sind dann zwar auch Stichpunkte, aber das sind dann Verweise enthalten mehr und auch Gedanken und Argumente weiter ausgeführt und das finde ich persönlich deutlich besser als eine Vorlesung anzustellen. Wolltest du zu den? Ja, gerne, wenn ich darf. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich finde beim Lernen, dass ich vollkommen richtig PowerPoints auswendig zu lernen oder mit denen zu arbeiten, ist vollkommener Unsinn. Deswegen verstehe ich auch nicht Studenten, die 5 Minuten nach der Vorlesung eine Mail schreiben, wann stellen wir die Folie ins Netz. Ich bin der Meinung, dass man immer noch klassisch lernen sollte. Ich halte alle möglichen Gags auf dem iPhone mit irgendwelchen Knöpfchen und dergleichen für lächerlich bis unnütz. Ich glaube, dass das beste Lernen tatsächlich auch nicht aus einem vorgekauten Skript geht, sondern ich glaube, dass man lernen soll tatsächlich mit einem Lehrbuch, einem, nicht 5. Ich bin ein großer Verfechter des Karteikartenschreibens, mit Verlaub nicht am Computer und auch nicht irgendwie verlinkt, in der Klausur kann ich auch nicht verlinken, sondern da, sie hat das haptische Gefühl des Gesetzes, weil einfach alle Lernpsychologen sagen, dass man durch die Hand am besten lernt und eben nicht durch die Tastatur. Es ist tatsächlich ein Fakt, wenn man zum Lernen selbst kommt. Denken Sie mal, wenn Sie ein Buch lesen, einen Roman, dann passiert es Ihnen, dass Sie eine Seite lesen und denken, Moment, was habe ich eigentlich gerade gelesen? Ja? Und das kann Ihnen beim Lehrbuch genauso gehen. Und deswegen ist dieses Schreiben der Karteikarten nicht zum Auswendiglernen, sondern zur Konzentration. Im Grunde können Sie die Karteikarten hinterher wegschmeißen. Ja? Gut, man schaut dann nochmal rein. Ja? Aber das, glaube ich, ist das Wichtige. Tatsächlich mit Lehrbuch, Karteikarte, Fall, bam, so muss man lernen. Und ich halte alle elektronischen Gadgets zum Lernen für nicht hilfreich, muss ich wirklich sagen. Und dieser jetzt etwas Appell richtet sich eher an die Münchner Kommilitonen, weil ich checke natürlich Jodel in jeder Universitätsstadt. Und das war hier weniger depressiv, als es in München ist. In München heißt es dann immer, gibt es da ein Altmannskript, gibt ein Altmannskript dafür, und dann heißt es, das Altmannskript ist so lang, gibt es da auch eine Zusammenfassung. Das geht halt nicht. Ne? Also man muss halt auch zum Studieren über Bücher. Ne? Und man kann auch nur mit Büchern lernen. Und alle Leute, die immer sagen, nee, schon mal Fulgar, nur der Podcast, Bullshit. Das kann nicht funktionieren. Also zum Studieren gehört Lesen. Damit muss man sich abfinden. Wenn man das nicht kann, dann darf man nicht studieren. Entschuldigen Sie, wenn ich das so böse sage. Ich rede wahrscheinlich zu den Falschen. Und gerade diese Kombination von Lehrbuch, das Verstehen durch diesen Schreibvorgang und dann Fälle üben und dann ab und zu mal einen großen Fall machen. Das ist das Rezept zum Erfolg, das Sie dann sehen. So funktioniert es. Was sagen Sie? Wie lernen Sie? Oldschool, ganz simpel. Achso, geht schon gut. Ich habe schon eins, vielen Dank.
Ich glaube, was zu kurz gekommen ist, Herr Lorenz, Sie haben, glaube ich, auf jeden Fall recht. Ich glaube, man nennt das Konstruktivismus, es geht darum, es selbst zu konstruieren und es nicht nur abzurufen. Und deswegen ist dieses ganze Digitale vielleicht für die Rechtswissenschaft gar nicht so geeignet, aber auch das Lesen vielleicht nicht, sondern vielleicht ist das Gespräch bisher zu kurz gekommen. Ich selbst war immer ein Freund davon, mit anderen zu sprechen, mit Kommilitonen und das gemeinsam zu reproduzieren, anderen zu erklären, erklärt zu bekommen und eben nicht nur zu lesen. Das Lesen selbst hat immer wenig gebracht. Ich glaube, deswegen kommen wir auch zurück auf die Vorlesung. Auch da ist es ja letztlich so, dass man gemeinsam konstruiert und miteinander spricht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Darf ich noch ergänzen? Was auch noch wichtig ist, ist bei diesem Lernen, dass es sich zwei, drei Leute nicht mehr holen und mit denen machen sie eine Lerngruppe und da sperren sie alle Getränke weg, die nicht Wasser sind. Und dann reden sie nicht einfach irgendwie, sondern jeder muss an einem Termin über irgendetwas erklären. Einen Fall, ein Rechtsgebiet und dergleichen. Weil man lernt so unglaublich durchs Lehren. Es ist Wahnsinn. Also mein bewundernswerter Kollege Medikus, leider verstorben, hat mal gesagt, wenn man von etwas keine Ahnung hat, soll man eine Vorlesung drüber halten. Und so ist es, glaube ich, auch gelernt. Aber irgendwo war noch eine Meldung. Ja, hier vorne. Zwei. Schön. Also ich muss mich da auch Herrn Professor Lorenz in der Hinsicht anschließen, dass auch als ich aus dem digitalen Lernen recht wenig gewinnen kann, ich muss mich da auch meinem Kommilitonen aus dem Podium anschließen, dass ich auch noch keine einzige Karteikarte ernsthaft geschrieben oder dann wiederholt benutzt habe, dass ich lerne das meiste wirklich aus Wiederholung. Ich lese das Kapitel von mir aus auch 5- und 6-mal hintereinander, solange bis ich mir sagen kann, das hat es mir jetzt gebracht. Aber was mir dann immer wieder sich als Frage stellt im Zusammenhang mit der Lehre ist, mich holt ja das, was sowieso schon in den Büchern steht, nicht hinterm Ofen hervor. Diese trockenen, nennen wir es mal die bloßen Argumente oder die reinen Definitionen, die kann ich auch so lesen. In der Vorlesung, einerseits natürlich die Interaktion, halte ich für das Salz, was die Sache so interessant macht und mich dazu bewegt, teilzunehmen. Ich frage mich, ist es noch mehr? Also, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, im Sinne von, man diskutiert, man will die Grundlagen von internationalistischem Denken, aber wie kann man das in konkrete Methoden fassen, die dann in der Vorlesung zur Anwendung kommen? Ja, also ich meine, man kann natürlich, natürlich viel mehr Lehrveranstaltungen als nur die Vorlesung, in denen man diskutieren kann. Man kann natürlich sehr viel diskutieren in Seminaren, das wird sehr intensiv gemacht, also da dürfte das auf Sie treffen. Auf Gefallen treffen bei Ihnen, ja, sozusagen bei Ihnen sind Seminar, da können Sie diskutieren und darüber sprechen und die Methoden auch herausfinden. Es gibt ja Methoden in deren Vorlesungen, wo Sie sozusagen auch mit der Methodik, juristische Methodik, Rechtsökonomie auch diskutieren können, die andere Aspekte der Methodik, die jetzt vielleicht uns als klassischen Juristen nicht so häufig vor die Füße fallen, da gibt es natürlich viele Angebote. Da können Sie sich sozusagen Input holen und sich sozusagen ihr Wissensstand auch stimulieren. Jetzt war Herr Köntgen, wollte ich noch. Ich habe 4 Jahre meines Lebens als Hochschullehrer in der Schweiz verbracht und habe dort sozusagen den Blick von außen auf das System der deutschen Erzieher- und Rechtsprüfung gelernt und es ist mir aufgefallen, vor allem in den ersten Gesprächsrunden des Podiums, die haben alle den deutschen Tunnelblick. Die haben mir gesagt, ich hätte eigentlich nach dem Impulsreferat von Herrn Düsseldorf nach Hause gehen können. Es ist ein bisschen noch was nachgekommen, ganz gut. Aber der Tunnelblick, den Tunnelblick vielleicht doch noch ein bisschen aufbrechen. Also Stichwort Motivation ist ja gut, aber natürlich, Herr Lorenz, Sie haben bestimmt mal den allgemeinen Teil gelesen, aber haben Sie es wirklich geschafft, dass Sie schnell das Abstraktionsprinzip geil gefunden haben? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe also denke ich Lernen ist ja auch Denken und Denken ist auch Anstrengung. So, das war eher ein kleiner Kanner, was mich geradezu bedrückt,
ist das Prüfungssystem. Das hat nämlich auch was mit Motivation zu tun. Und das sind zwei Dinge, die in der Schweiz eben ganz anders sind. Erstens, die Notenskala wird ausgeschöpft. Ich glaube, in Deutschland, wir liegen mit der Grenze zwischen nicht ausreichend und ausreichend plus, liegen wir ganz gut. Aber wir schöpfen die Skala nicht nach außen, nach oben aus. Also das bekannteste Beispiel ist immer Hans-Jürgen Vogel, falls den hier noch jemand kennt. Hans-Jürgen Vogel, der ein Einzeljurist war und so was und also die große Ausnahme und so alle Schaltjahre kommt das auch immer hier mal in Bonn vor. Also das Prüfungssystem ist absolut demotivierend. Und demotivierend ist auch der Prüfungsstil in der mündlichen Prüfung. Also hier in NRW haben wir ja häufig Prüfungsbanken, die sind überwiegend mit Praktikern besetzt. Und die Praktiker wiederum überwiegend prüfen nicht Verständnis, sondern prüfen Wissen. So, das ist Wasser auf die Mühlen des Repetitors. Ich bin sehr dankbar, Herr Lorenz, dass Sie dieses Unwort, nicht nur Unwort des Jahres, sondern Unwort von 150 Jahren deutschen Juristenausbildung, dass Sie das in die Debatte geworfen haben. Das ist nämlich die unmittelbare Folge der Prüfungspraxis. Das Klausurprinzip, ich greife nicht das Klausurprinzip als Teilprüfungsleistung als solches an, aber diese unsägliche Jargon, den wir unseren Studenten ab dem ersten Semester einrollen, also ist ein Vertrag, könnte ein Vertrag entstanden sein, dazu müsste ein Angebot und dazu müsste einer geschäftsfähig gewesen sein und so weiter. Also das ist ja intellektuell derart tödlich und auch das spielt eben den letzten Ton in die Hände. In der Schweiz hat man auch Klausuren natürlich, aber was wir so als Klausurtechnik oder Klausurroutine, wie wir sagen, als Klausurroutine von Mitschülern verlangen, ist auch nicht motiviert. Also ich glaube, das können wir heute Abend, also meine Einwände können wir heute Abend jetzt nicht mehr zu Ende diskutieren, geschweige denn Lösungen anbieten, sondern das müssen natürlich auf der Ebene der Landesjustizprüfungsämter müsste da mal endlich etwas geschehen. Ja, also grundsätzlich haben Sie einerseits recht, andererseits aber auch ein Stück weit Unrecht, weil sich einiges doch, glaube ich, getan hat. Es ist weit davon entfernt, perfekt zu sein, das ganz sicherlich, aber ich habe es eben schon angesprochen, dass in den Justizprüfungsämtern, also zumindest hier in Köln, auch was beispielsweise die Ausgestaltung von Lösungsskizzen angeht, ein Umdenken eingesetzt hat, dass die nicht mehr komplett ausformuliert werden, genau mit diesen Worthülsen, sondern dass die auch schon in der Gestalt offener sind und das bedingt natürlich auch eine andere Art der Aufgabenstellung. Wie gesagt, das ist vielleicht noch nicht bei allen Klausuren der Fall und ich sage es noch einmal, das liegt auch ein Stück weit bei uns. Es ist auch unsere Aufgabe, dass wir uns an dieser Prüfung beteiligen und sie dadurch, nicht in jeder Prüfung, aber es ist so, dass in jeder mündlichen Prüfungskommission ein Hochschullehrer sitzen soll und das ist mitunter schwierig und das liegt natürlich ein Stück weit an uns. Da müssen wir uns selbst an die Nase fassen. Aber einer ist doch auch nur die Minderheit. Einer ist auch nur die Minderheit, aber er kann zumindest als Kommissionsvorsitzender gegebenenfalls dann auch intervenieren. Also das ist natürlich auch mit, also das macht man nur, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, aber ich denke, das ist ein Hebel, von dem man dann auch Gebrauch machen muss. Von daher, die Möglichkeiten haben wir. Ja, das fiel mir nur spontan dazu ein. Ich möchte gerne ich habe eins. Spontan anschließen, Herr Köttgen, schön zu Ihnen zu sehen. Zum Absatzungsprinzip. Natürlich die Frage, was man als geil definiert, aber man kann sich einen Hörsaal stellen und sagen, das Abstraktionsprinzip bedeutet die Unabhängigkeit des Verpflichtungsgeschäfts vom Verfügungsgeschäft. Oder andersrum, Entschuldigung. Aber man kann auch zum Beispiel am Abstraktionsprinzip zeigen, schau mal, so funktioniert der Eigentumsvorbehalt. Der nämlich nur funktioniert, wenn wir ein Trennungsprinzip haben. Das meine ich mit geil. Also sofort zeigen, was in der Welt der Studierenden passiert, was sie jeden Tag machen, und sagen wir, da spiegelt sich das. Das meine ich damit. Okay?
natürlich ist der Abstraktionsprinzip nicht irgendwie sexy oder geil, ja? Aber es gibt ja auch andere Dinge als das Abstraktionsprinzip. Zu Ihrer anderen Kritik möchte ich noch kurz Folgendes sagen. Also mit dem Mündlichen ist ja schon richtig gesagt worden. Ich sterbe auch, wenn ich im Mündlichen sitze und neben mir sitzt ein Praktiker und erzählt irgendwas von der großen Kreisstadt X, die im ungeplanten Innenbereich einen Weinemastbetrieb macht. Und der Herr Oberregierungsrat fragt dann den Prüfling, was macht ihr jetzt, denken Sie mal ganz praktisch. Ja, und solche bescheuerten Fragen, da muss er wieder, der legt eine Akte an, ja, wird dann gefragt. Aber wie Sie vollkommen richtig gesagt haben, da muss man reingehen, als Vorsitzender, manchmal auch als Beisitzer. Und ich miete diese Leute bei der Notengebung regelmäßig um und weise sie als Vorsitzender auch darauf hin, das ist außerhalb des Prüfungsstoffs in dergleichen. Und vor allem unsere Verantwortung ist ganz wichtig. Ne? Also ich muss es sagen, mit der Fakultät muss ich sagen, wir drücken uns, viele drücken sich vor Korrekturen, vor Prüfungen und dergleichen. Und da müssen wir Professoren halt dafür sorgen, dass die Prüfung wieder richtig ist. Und was Sie gesagt haben mit den Klausuren, das sehe ich nicht ganz ein. Denn natürlich müssen die Studenten Subsumption lernen, aber wenn wir diese Subsumption am Gesetz lernen und nicht irgendwelche Aufbauschemata lernen und die Studenten daran hindern können, irgendwelche schmutzigen Bücher zu kaufen, wo steht Definitionen oder sowas, ja, irgendwie muss der Jurist ja arbeiten und er arbeitet nun mal in dem Anspruchsaufbau. Dass das nicht immer so stupide ist wie Angebot, Annahme, Geschäftsfähigkeit und sonst irgendwas, also so ist es ja auch nicht. Ich habe eine generelle Anmerkung, und zwar wurde ja ganz viel darüber gesprochen, dass wir viel lesen sollen. Und ich persönlich bin nicht in vielen Vorlesungen gewesen, weil es mir oft nicht viel gemacht hat. Aber ich habe viel gelesen und mir hat es immer geholfen, wenn Empfehlungen ausgesprochen wurden und wenn die auch begründet wurden. Weil wenn ich an ein neues Rechtsgebiet rangehe, keine Ahnung, was mich erwartet und worauf ich achten muss. Und dann hilft es mir, dass mir jemand im Vorhinein sagt, so funktioniert das Buch. Vielleicht hilft dir das, vielleicht hilft ein anderes Buch besser beim Lernen. Das vielleicht als Anregung, dass zu Beginn einer Vorlesung ja auf die verschiedenen Optionen verstärkt hingewiesen wird. Ich glaube, das machen die meisten auch darauf hinzuweisen, sie müssen natürlich hingehen und dann diskutieren und fragen, was denn gut ist. Weitere? Hier, ja. Ja, guten Tag. Ich heiße Robert Nahnmeier und bin gewissermaßen Büronachbar von Herrn Kölgen, Minister für Internationales Recht und Rechtsvergleichung. Und ich hatte auch die Gelegenheit, auf das deutsche Hochschulsystem von außen zu schauen. Ich war 3 Jahre in Frankreich im Rahmen eines Doppelstudiengangs. Und jetzt wollte ich die einmalige Gelegenheit nutzen, so viele Professoren vor mir zu haben. Und wollte fragen, wen würde es reizen, also wie Boris Johnson sagt, take back control. Also ich erkläre jetzt einen Schritt weit. Als wir in Paris an der Sorbonne in der Vorlesung saßen, hingen wir an jedem Wort von unseren Professoren. Und zwar deswegen, weil dieselben Professoren uns am Ende des Semesters eine entscheidende Prüfung gestellt haben, die auch relevant für unseren Studienabschluss, für die Abschlussnote unseres Studiums war. Und nun die Frage, würde Sie das auch reizen? Zumindest ein bisschen. Also nicht der Dritte im Bunde zu sein, sondern eben diese Souveränität zurückzuerlangen, die für Ihre Kollegen im Ausland selbstverständlich ist und vielleicht auch der Grund, warum man zum Beispiel, wie angesprochen wurde, in Amerika vorbereitet zur Vorlesung kommt. Das hat mich provokant gefragt. Ist die Frage, wollen wir das, dass die Studierenden an unseren Lippen hängen, ein Klickergeräusch startet, alle tippen ihre Laptops, wenn der große Meister zu sprechen beginnt, oder alle schlagen gleichzeitig die Blätter um, wenn der große Meister im Buch, das er vorliest, zur nächsten Seite wechselt. Das ist die Frage, ob man das haben will. Und wir haben ja, so sehe ich das jedenfalls, eine Ausbildung, die darauf ausgerichtet ist, Verständnis für das Recht und die Systematik des Rechts zu entwickeln oder zu vermitteln. Und dann gehört es auch dazu, dass ein Studierender, der im Hörsaal sitzt,
nicht jedes Wort, das der Chef vorne, der Master, ja, oder der Maître ihm dann vorgibt, mitzuschreiben, sondern es gilt, eigenständig zu denken und eigenständig auch seine Lernmethode zu entwickeln. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn Sie sagen, Sie gehen nicht in Vorlesung, dann bringt das nichts. Sie lesen lieber. Es ist für mich auch nicht schlimm, wenn Sie sagen, Sie machen keine Karteikarten. Jeder ist ein individueller Lerntyp. Jeder lernt anders. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie für sich den richtigen Weg finden, um erfolgreich zu lernen. Wir können natürlich Angebote machen. Aber die Angebote sollen eben nur Angebote bleiben. Die müssen Sie nutzen. Und das ist mir wichtig, dass es eben eine Selbstständigkeit ist. Und es kommt mir nicht darauf an, dass Sie genau jedes Wort mitverfolgen, das ich sage, und dann genau das hinschreiben, was ich von Ihnen verlange, ja, in der Klausur. Das, darauf kommt es mir nicht an. Mir kommt es darauf an, dass Sie vernünftig argumentieren, das Recht vernünftig anwenden können. Das ist wichtig. Ganz kurz, ich meine, wir haben das ja in kleinen bei unserer Zwischenprüfung, zumindest in Bonn. Dass wir in den ersten beiden Semestern praktisch jede Vorlesung am Schluss Klausur haben, dem erzähle ich das. Und ich glaube, darüber kann man schreiben. Nicht zu den Ersten, die bei jeder Reform dann gleich hier und hurra schreien. Aber die Mängel dieses Systems sind mir in den letzten 10 Jahren doch deutlich geworden. Und das haben wir bei der letzten Reform der Zwischenprüfung ja auch gesehen. Mit jeder klausurbewährten Vorlesung entwertet man die Veranstaltung, die dann nicht mehr klausurbewährt ist. Und es geht damit eine Verschulung des Grundstudiums, zum Teil auch des Hauptstudiums einher, die eigentlich kontraproduktiv ist, bei dem Ziel, sie ja, dazu ein Stück weit zu bringen, selbstständig zu lernen. Und von daher habe ich diesen Wunsch nicht, allein vor dem Hintergrund dieser Erfahrung, die wir damit gesammelt haben. Und ich meine, zum Staatsexamen ist ja vorhin schon was gesagt worden. Ich glaube, das ist doch ein Gut, dass wir nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich, nur ein Wort, ja. Ich habe in Frankreich auch studiert und lehre in Frankreich. Und wenn etwas kein Vorbild für unsere Lehre ist, dann die Perroquetage, also die Papageierei, die in französischen Prüfungen erfolgt. Also ich glaube nicht, dass wir da was lernen können. Sicher woanders, aber da nicht. Was wäre Ihnen denn lieber? Jedes Wort mitschreiben? Oder? Also zumindest gerade in der Zwischenprüfung ist es natürlich schon so, dass in der letzten Stunde vor den Klausuren immer der Rückersatz doppelt so voll ist, weil dann der Professor sagt, was er eingrenzt, was drankommt, was nicht drankommt. Und ich glaube, dass man dann vielleicht, natürlich schon auch mit Blick auf die Klausur, man ist ja auch nicht dumm, man möchte die Klausur ja auch im besten Fall bestehen, bewusst auswählt, was man lernt. Und das ist ein Defizit, das man dann später lange mit sich rumträgt, wenn der Professor gerade so die Hälfte ausgeschlossen hat im Strafrecht Art oder im Staatsorganisationsrecht. Und dann muss man sich das alles fürs Examen wieder reinhauen und dann ist man natürlich total überfordert. Also ich glaube nicht, dass diese bewusste Abstimmung von Vorlesungen und Klausuren, dass das nur Vorteile hat. Also ich denke, da gibt es auch große Nachteile. Also ich finde tatsächlich auch, dass es eher kontraproduktiv ist, so im Gesamtbild, wenn man in den ersten 2 Semestern eigentlich das größte Problem ist, dass man noch nicht weiß, dass man den Professor noch nicht kennt und noch nicht weiß, was er so abfragt. Und später merkt man dann, dass man totale Lücken hat, weil man halt links und rechts quasi gar nicht mehr geguckt hat, weil das halt einfach gerade so im ersten, zweiten Semester, wo man halt noch nicht so viel Erfahrung auch mit Lernen generell, wie man sich das alles aufbauen will und so hat, wenn man da eigentlich ja auch selber darauf ein bisschen getrimmt wird, dass man einfach das lernt, was halt dran kam. Und das kann man dann zwar vielleicht auch, aber alles andere hat man halt im Zweifel auch noch nie gelesen. Und das finde ich tatsächlich mit Blick auf das Staatsexamen, was ja am Ende eben gerade unabhängig von den Professoren dann eben gestellt wird, finde ich das tatsächlich relativ schwierig. Deswegen wäre ich auch dafür, das eher abzuschaffen. Ich kann zwar auch verstehen, dass man am Anfang irgendwie gucken muss oder aussieben muss oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass so auf der langen Sicht es tatsächlich besser wäre, wenn es nicht so eingeschränkt wäre. Ja, also ich teile natürlich sozusagen Ihre Ansicht, dass man sozusagen auch. Ich teile natürlich Ihre Ansicht, dass man sozusagen auch ein bisschen flexibler sein muss im Stoff. Es gibt ja auch viele Zusatzangebote, die wir haben. Wir haben
an jeder Universität gibt es diverse Zusatzveranstaltungen, die man besuchen kann, wo man ein bisschen über den Tellerrand auch rausschaut, wo man nicht nur dieses Prüfungsabarbeiten oder Prüfungsstoffabarbeiten hat. Also ich glaube, da gibt es, hat sich viel getan in den letzten Jahren und ich denke, das Staatsexamen an sich verhindert jetzt nicht, dass man diese Angebote auch wahrnimmt, man muss sie halt wahrnehmen. Ja, also mir persönlich hat die Zwischenprüfung viel dabei gebracht, erstmal ein Grundverständnis zu haben, weil man sich halt hinsetzen muss und lernen muss. Aber danach fand ich es jetzt gerade mit Blick jetzt in der Tutorium sehr schwer, dass wir immer diese einzelnen Bereiche hatten, aber Zusammenhänge eigentlich erst wirklich im Lab kommen. Also wir haben dann irgendwie Verwaltungsrecht AT und Europarecht, aber dass es mal irgendwie die Verbindungen aufgezeigt werden, das kommt halt erst im Lab und das hätte mir vorher, glaube ich, deutlich mehr gebracht. Ja. Würde ich ganz gerne was zu sagen und das aufgreifen, was Herr Könke vorhin nochmal sagte. Wir müssen uns ja tatsächlich mit den kommerziellen Repetitorien auch als in einem Konkurrenzverhältnis sehen. Und ich höre das oft von Examenskandidaten, eigentlich habe ich Jura erst dann Rap verstanden. Und zwar dann ist immer gemeint beim privaten Repetitor. Das stimmt wahrscheinlich sogar, das liegt aber daran, dass man, glaube ich, 3 Jahre braucht, um Jura zu verstehen. Und dieser Moment, wo man das System versteht, der kommt dann erst in diesem 4. Jahr. Und wenn man den nun mal ärgerlicherweise nicht mehr in der Universität verbringt, dann schreibt man diesen Erfolg ganz fälschlich dem privaten Repetitor zu. Dann sind es die 3 Jahre vorher eigentlich, die diese Frucht erst haben reifen lassen. Und das, jetzt knüpfe ich an das an, was Sie sagen, das geht zum Teil, diese Systembezüge vorher herstellen, aber wir müssen Ihnen erstmal diese Puzzleteile an die Hand geben. Allerdings, das wissen ja wahrscheinlich die Jüngeren hier im Raum, also Sie fast alle, nicht mehr früher war das anders. Früher gab es kleine und große Übungen, das heißt, die ersten Vorlesungen waren sämtlich nicht scheinbewehrt und nach 2 Semestern schrieb man eine kleine Übung, in der dann die ersten beiden, vielleicht auch die ersten 3 Bücher des BGB behandelt wurden. Im Strafrecht war es nach der AT meistens und die gegenüberliegenden Personen waren es dann häufig. Da ging das schon viel früher los mit dem Zusammenhang herstellen. Das vermisse ich bei unserem System zurzeit tatsächlich ein wenig, aber wir können auch nicht zu früh anfangen mit dieser Systembildung, weil sie erstmal die Bauteile in die Hand bekommt. Ja. Gut, vielleicht ist noch eine Frage. Jetzt geht's. Genau, also eine. Oder 2 Anmerkungen auch vielleicht von mir. Ich glaube, die meisten ProfessorInnen, also nochmal zu dem Thema Grundlagen, Handwerkszeug, Systematik, ich denke, die meisten ProfessorInnen würden sagen, selbstverständlich, das ist das Zentrale, das was wir versuchen zu vermitteln. Und doch kommt es bei fast allen ProfessorInnen in der Vorlesung sehr kurz, dieser Moment, dass man beispielsweise bei Problemen mal innehält und dann versucht, es gemeinsam zu entwickeln und zu fragen, was ist denn eigentlich das Problem, warum wird darüber diskutiert, wie kommen die Argumente her. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb es so spät beim Lab erst wirklich Klick macht, weil da das konzentrierte Lernen eben zunimmt. Und ich denke, das könnte schon sehr viel früher sein. Und da möchte ich mich auch der Kollegin nochmal anschließen, bei dem systematischen, also dass tatsächlich relativ wenig Verbindungen hergestellt werden zwischen verschiedenen Rechtsgebieten und dass da das spielt auch so ein bisschen rein, dass Karteikarten wären, dass man dann so sehr viel Inselwissen hat und die Systematik dann eben sehr spät kommt. Genau, und dann auch nochmal als Ergänzung zu weit vorher Lehrbuchempfehlungen. Also ich würde mir auch wünschen, dass auch ProfessorInnen ihre Meinung äußern zu den Skripten. Die werden immer so ein bisschen als Teufelszeug abgetan, aber da gibt es auch gute, die ihre Meinungsstreitigkeiten zum Teil auch sehr gut darstellen im Vergleich zu Lehrbüchern. Und ich denke, das würde auch für Studierenden helfen, mal da eine Meinung zu haben, wie die Skripte denn sind, weil Fakt ist, die meisten oder viele arbeiten mit den Skripten. Ja, vielen Dank. Ich meine, das Thema der Repetitor ist eines, das uns seit Juristen seit Jahrhunderten begleitet. Man wird das sicherlich die Thematik auch nicht lösen, indem wir sagen, wir bieten jetzt besonders innovative Lehre an oder wir vermitteln jetzt schon am Anfang Verständnis. Das wird es immer geben, die Leute, die sagen, es ist bequem, ich gehe zum Web, da habe ich meinen Plan, da laufe ich durch. Die Skripte,
Da muss ich eins sagen, natürlich gibt es auch gute Skripte, aber die meisten Skripte, wenn Sie die aufschlagen, dann finden Sie da Meinungsstreitigkeiten dargestellt, wie Sie sie portioniert kriegen. Sie kriegen wenig Verständniswissen, wenig Hintergrundwissen und Sie haben in den Fußnoten verweise auf die anderen Skripten, die Sie dann auch noch kaufen müssen, ja, damit Sie sozusagen die Quelle finden. Und das sind einfach keine Lehrmaterialien, die Ihnen den Stoff, das Verständnis für den Stoff breit vermitteln. Dafür brauchen Sie ein Lehrbuch. Das Skript ist vielleicht gut, um mal schnell die Zwischenprüfung für die Zwischenprüfung zu kaufen, um mal einen ersten Einblick zu kriegen, aber die richtigen Hintergründe, die kriegen Sie eben nur im Lehrbuch geliefert. Dafür ist der Repetitor nämlich nicht da, weil damit verdient er kein Geld. Der muss nämlich diese Skripte auch sehr zügig schreiben, damit sich das überhaupt rentiert. Also viele nutzen das, ich weiß das, ich war ja selber auch mal Student, vor noch nicht allzu langer Zeit, ja, also weiß ich sozusagen, wie das läuft. Lehrbücher sind dick, Zeit ist knapp, dann nimmt man halt sowas. Aber sozusagen das, was Sie einfordern, Verständnis wäre schön, das kriegen Sie halt mit dem Skript nicht. Deswegen ist es wichtig, dass Sie auch zum Äußersten schreiten und auch mal in ein Lehrbuch schauen. Jetzt, Stefan, du willst noch sagen. Ja, ich glaube, wir sollten die Diskussion nicht in Richtung der Repetitoren bringen. Es wurde schon immer gesagt, Repetitoren gibt es seit 100 Jahren mindestens. Ich glaube auch, dass die Gefühle von Studenten zu ihren Repetitoren eher von so einer Art Stockholm-Syndrom geprägt sind. Ich habe überhaupt nichts gegen Repetitoren, das sind sicher alles gute Lehrer und es kann aus welchen Gründen auch immer gute Gründe geben zum Repetitor. Also ich würde auch nie irgendeinen Repetitor bekämpfen oder jemandem sagen, das ist ganz schlimm, dass du zum Repetitor gehst, solange der mir nicht sagt, ich bin schuld dran, dass er zum Repetitor ist. Das eine ist. Deswegen glaube ich, wir Repetitoren und Repetitoren nie loswerden. Und wer antritt, die Repetitoren irgendwie wegzukriegen, der kämpft gegen Windmühlen und das machen wir nicht, wir sind nicht durchgekommen. Aber ich wollte auf das zurückkommen, was hier gerade gesagt wurde. Mit diesem systemübergreifenden Denken, was ja tatsächlich wirklich hilft. Und dieses systemübergreifende Denken, es wurde ja gerade wunderbar gesagt, dieses Bild von den Puzzlesteinen, ich sage mal Legosteinen. Ja, wir brauchen ein bisschen Material, damit wir die zusammenbauen können. Und das kann man auch schon relativ früh machen, natürlich nicht im ersten Semester, wenn Sie da im Zivilrecht oder im Strafrecht sitzen, wie soll ich da eine Verbindung zu was anderem schlagen. Aber ich kann mir viele Bereiche vorstellen, in dem, was ich unterrichte, Verschuldensbegriff oder sonstige Dinge, Rechtswidrigkeit, dass ich da parallel zum Strafrecht mache oder vom Rechtsgeschäft zum Verwaltungsakt und dergleichen. Also das kann man alles machen und mit mehr Wissen wachsen auch die Verbindungen. Aber es soll mir keiner sagen, dass ich beim Repetitor diese Verbindungen bekommen habe. Ich kenne diese Repetitorenunterlagen und der paukt. Und beim Repetitor kriegen Sie vor allem eins, Angst. Und das macht mir die große Sorge. Ich höre immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ich höre über Studierende sagen, ja, aber die Meinungsstreite, es gibt so viele Meinungsstreite. Glauben Sie mir, believe me, Sie brauchen keinen einzigen Meinungsstreit in einer Klausur diskutieren. Es ist in einer Klausur vollkommen egal, was der dazu sagt. Es mag ein Zürchen oben drauf sein, aber wenn Sie eine Klausur in welchem Gebiet auch immer runtergliedern, dass der Korrektor weiß, genau das prüft er hier, dass er ihm genau folgen kann, dann ist der Korrektor schon happy. Und was jetzt irgendwie Reuss dazu sagt, ich dazu sage, oder wer auch immer was dazu sagt, ist irrelevant. Nice to know. Aber hören Sie bitte auf, sich vom Repetitor erklären zu lassen, Sie müssen Meinungsstreite lernen. Das muss kein Schwein. Das doch, ja, genau, dann Nick. Auch nochmal möchte ich gerne den Thema der anderen Kommilitonen einstimmen bezüglich des Grundlagenwissens und auch Bezug nehmen auch auf Ihre Ansprüche, die Sie auch in einer Vorlesung legen, Grundzüge Handwerkszeug lehren und auch nochmal Bezug nehmend auf Herr Thüsings Anspruch, den er geäußert hatte, auch die schwächeren Studenten mitzunehmen. Was mir persönlich sehr geholfen hat, jetzt vor allem auch im Examenskurs hier an der Uni Bonn, sind die Einstiegsfragen zu jeder Stunde. Ich glaube, mit diesen kann man auch nochmal die Grundzüge, das Handwerkszeug, das man vielleicht in den letzten ein, zwei Stunden vorher gelegt hat, nochmal kristallklar offenlegen und dann vielleicht auch den Studenten, der vielleicht ja, den Wolf Ellenhofer nicht so ganz reit oder ja, die Vorlesungsmaterialien auch noch nicht so ganz verstanden hat, die ganzen Zusammenhänge noch nicht verstanden hat, da auch nochmal mitzunehmen und da nochmal wirklich glasklar nochmal darzulegen, okay, was war jetzt nochmal das Handwerkszeug, das ich in den letzten zwei Wochen gelernt habe, wo waren vielleicht noch Schwierigkeiten,
die aufgetreten sind. Und vielleicht das als Anregung, das hat mir immer sehr viel geholfen. Super, vielen Dank, das nehmen wir gerne mit. Die Zeit ist schon lange überschritten, die wir eigentlich vorgesehen hatten für diese Diskussion. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere dem Podium, natürlich aber auch Ihnen für Ihre konstruktiven Wortmeldungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Ich freue mich, dass Sie so lange geblieben sind, trotz der Überschreitung der Zeit. Sozusagen nicht die Flucht ergriffen, und dann, sondern haben ausgeharrt und weiter diskutiert und mit uns sozusagen diskutiert, wie wir gutes Lernen, erfolgreiches Lernen und gute Lehre gemeinsam gestalten können. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie da waren. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Nachhauseweg, schönes Wochenende und bis demnächst.